Hallo ihr Lieben, hier ist der Michael von jetztselbstsicher.de. Heute wieder mit einem Selbstsicher Live, das auch wirklich live ist. Ja, weil das letzte Mal war es ja aufgezeichnet, weil ich ja nicht da war. Jetzt, heute wieder live mit einem spannenden Thema, nämlich Perfektionismus. Perfektionismus. Bist du Perfektionist? Viele sind es. Ich habe mal so, ja, in Seminaren so Handabfrage, wer ist Perfektionist? Und dann gehen oft so 80% der Hände nach oben, 70, 80% sind schon, ja. Natürlich ein bisschen Frage der Zielgruppe, das ist schon viel. Und übrigens schreibt mir mal rein, ob man mich hören kann. Ich hoffe, dass alles okay ist. Ich bin nämlich heute an meinem neuen, ja, hallo Biene, super. Offensichtlich kannst du mich hören, sonst hättest du dich schon beschwert. Ich habe nämlich heute einen neuen iMac zum ersten Mal im Betrieb und hoffe, dass alles gut geht. Also eigentlich sollte er besser sein als der alte, der jetzt in die Jahre gekommen ist. Hallo Gabi, ja, der jetzt 7 Jahre alt ist und bald ausgemustert wird. Aber jetzt hoffe ich, dass alles gut geht. Also Perfektionismus, übrigens auch da will ich immer perfekt sein, denn in manchen Beziehungen bin ich selber so ein gewisser Perfektionist und naja. Vielleicht ihr auch, vielleicht kennt ihr welche, vielleicht habt ihr mit welchen zu tun, manchmal nerven die auch. Und das werden wir uns heute alles ein bisschen anschauen. Perfektionist ist mal das eine. Perfektionismus ist ja so ein Wort mit Ismus und Ismus ist entweder etwas in der Kunst oder was sehr, sehr Negatives, also die Übertreibung von etwas. Das haben wir ja sehr häufig, dass wir. Wenn wir etwas als übertrieben empfinden oder es die Übertreibung ist, dann hängen wir ein Ismus hintendran im Sprachgebrauch und eben Perfektionismus kommt es ja auch vor. Aber erstmal die Frage, ist Perfektionismus, ist dieses Streben nach Perfektion, denn darum geht es ja letztendlich, ist dieses Streben nach Perfektion gut oder schlecht? Und Bene schreibt schon, man steht sich selber im Weg. Ja, so empfinden es viele und das ist auch oft so, aber es ist eben nicht immer so. Denn wir müssen schon auch ein bisschen unterscheiden, wann ist Perfektion gut und angemessen, vielleicht sogar notwendig und wann ist es einfach so ein zu viel des Guten. Also wann müssen wir eher schauen, dass es im richtigen Maß bleibt und nicht gleich übertrieben wird. Ja, darum geht es letztendlich. Und wenn man, also grundsätzlich Perfektion, Perfektionismus ist so dieses Streben nach Perfektion, nach alles muss perfekt sein, alles muss richtig sein, keine Fehler zu machen, etc. Wo ist es angemessen? Ja, das ist nämlich durchaus einmal einige Male sehr wichtig. Ich habe zum Beispiel letzte Woche eine Gruppe trainiert, das waren Qualitätsingenieure. Ich meine, hallo, da geht es darum, die Qualität, also sprich auch die Perfektion eines Produktes zu überprüfen. Gut, in dem Fall eher von Projekten, aber letztendlich geht es dann auch um die Produkte, die dahinter stecken. Und da ist Perfektion natürlich bis zu einem gewissen Maß sehr, sehr wichtig, aber auch da nicht überall. Denn auf der anderen Seite stehen zum Beispiel in diesem Fall die Kosten. Ja, das heißt, man muss genau abwägen, wo muss möglichst perfekte, ja, ich sag mal, alles richtig gemacht werden, möglichst keine Fehler gemacht werden. In diesem Fall noch dazu, weil die im Automotive und im Aviation, also im Flugbereich tätig sind. Ich meine, bei einem Flugzeug, da darf nichts schief gehen und bei einem Auto auch viele Teile nicht, ja, weil das womöglich lebensgefährlich ist. Das heißt, da ist die Perfektion gefragt. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch um Projektkosten. Was ein immer größeres Thema ist, wenn ich mal so die letzten 10, 20 Jahre anschaue, wird der Kostendruck immer, immer mehr, ob das jetzt gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich halte das auch für einen Wahnsinn teilweise, aber es ist nun mal so. Und wenn wir die absolute Perfektion immer anstreben, dann kostet es ein bisschen viel. Ja? Also das ist so der Nachteil. Deswegen, selbst bei Qualitätsingenieuren geht es auch hier um die Waage zwischen Perfektion und Kosten. Auf der anderen Seite, wo ist das richtige Maß? Geht aber weiter bei anderen Berufen. Ja, ich habe gerade schon eben davon gesprochen, wenn es um Flugzeugtechnik geht. Ja, also es ist ja ein Unterschied, ob es jetzt darum geht,
Sind es Bauteile oder sind es Arbeiten am Flugzeug, wo es darum geht, wenn das nicht zu 100% perfekt ist, stürzt das Ding ab? Oder geht es zum Beispiel um die Lieferkette oder geht es um was weiß ich was? Also Dinge, die nicht gleich lebensbedrohlich sind, wo man wirklich die Kosten wieder reinnehmen kann. Aber ich glaube, keiner von uns möchte in dem Flugzeug sitzen, wo nicht alles perfekt zusammengebaut ist und perfekt gewartet ist und perfekt gecheckt ist. Ja? Ja, es kostet auch Nerven. Kommen wir gleich dazu, Fini. Richtig, ja. So, und andere Bereiche. Ich habe zum Beispiel jahrelang für einen großen Bremsenhersteller in München, der so ähnlich heißt wie eine Tütensuppe, gearbeitet. Da geht es natürlich auch bei den Bremsen. Die Baumbremsen zum Beispiel für ICEs. So ein ICE wiegt ein paar Kilo und ist mit 250 Stundenkilometer unterwegs, da sitzen 1000 Leute drin, also so eine Bremse muss funktionieren. Die bauen auch die Türen für solche Dinger, auch die muss zubleiben, weil wenn so eine Tür nicht dicht ist, das ist ja wie eine Flugzeugkabine, das Ding ist ja luftdicht im Gegensatz zu einem Regionalzug oder so. Ja. Da ist Druck, Umgebungsdruck und Innendruck ein Riesenthema. Also das Zeug muss perfekt gebaut sein. Aber auch hier geht es wieder darum, wie ist es mit den Kosten bei den Bereichen, wo es. Die hatten nämlich tatsächlich mal eine Zeit lang, ich kann mich gut erinnern, ist schon ein paar Jahre her, da standen überall so Plakate, 100% Qualität mit Rufezeichen dahinter. Die haben sie nach einem Jahr wieder abgehängt, weil sie festgestellt haben, das kostet Nerven, das kostet Geld, das macht die Leute verrückt. Und es ist vor allem auch gar nicht möglich. Und vor allem, da kommen wir später noch dazu, ohne Fehler auch kein Fortschritt. Also von daher ist es auch selbst da immer ein Abwägen. Ja, das Gleiche gilt jetzt für Ärzte. Ich meine, wenn du unter Messer eines Chirurgen liegst, dann möchtest du auch nicht, dass der da irgendwo an der falschen Stelle rumschnippelt. Auf der anderen Seite, wenn ich mich so umhöre, gerade bei Ärzten passiert heute eine ganze Menge, weil eben nicht mehr alle Perfektionisten sind oder es vielleicht auch gar nicht mehr geht. Da mag ich mir jetzt kein Urteil drüber anmaßen. Aber wenn ich mal anschaue, wie viele Fehler heute im medizinischen Bereich gemacht werden. Das Wissen ist wahrscheinlich heute so immens gewachsen, dass kein Arzt das mehr alles haben kann, also kann das auch nicht perfekt machen. Und dazu kommt eben auch da der Kostendruck etc. Also ihr seht schon, es gibt Bereiche, nehmen wir jetzt einen Laboranten, der natürlich keine Verunreinigung reinbringen kann oder jemand, der Wafer, also die Chips herstellt oder sowas, da darf null Verunreinigung rein. Also auch da gibt es natürlich Perfektion, die sehr, sehr wichtig ist. Dann gibt es Perfektion, wo sie zum Thema wird, nicht lebensnotwendig ist, überhaupt nicht, aber wo sie zum Thema wird. Nämlich stell dir mal vor, 3-Sterne-Köche, ja, die verlieren ihren dritten Stern, sobald die Qualität nicht perfekt ist. Das ist zwar nicht überlebensnotwendig, ne, und es ist auch nicht unbedingt immer sehr wirtschaftlich, aber es ist ein Ding, das einfach die 3-Sterne-Küche ausmacht. Aber auch in der Kunst gibt es das teilweise. Und es gibt ein wunderbares Zitat von Salvador Dali, der, glaube ich, fast jedem bekannt sein dürfte, der ja nicht mehr lebt. Und Salvador Dali war ja sowieso jemand, der ja, unheimlich gut malen konnte und selbst bei so kleinen Männchen, wo das Gesicht ungefähr noch 1,5 bis 2 Millimeter groß war, konnte der noch einen Gesichtsausdruck reinmalen und solche Dinge. Also egal, ob man jetzt seinen Stil oder seine Themen mag, aber der war handwerklich brillant. Und der hat mal was über Perfektion gesagt, nämlich hab keine Angst vor Perfektion, du wirst sie nie erreichen. Und da steckt nämlich eine ganze Menge drin, was wir uns später noch anschauen werden, nämlich müssen wir sie erreichen? Können wir sie erreichen? Wollen wir sie erreichen? Ja. Jetzt gibt es aber in der Kunst bestimmte Richtungen und ich kann mich noch gut erinnern, als ich selber, ich habe Design studiert und ich bin, seit ich denken kann, seit Menschengedenken fast, bin ich selber auch Künstler. Ich male und ich habe mit 9 Jahren angefangen. Und während meines Studiums war auch der Grund, warum ich ursprünglich Design, Grafikdesign studiert habe. Kunst habe ich mich nicht getraut. Ah, brotlose Kunst und so weiter. Aber habe mich dann eben auf Design gestürzt und habe aber immer gemalt in der Zeit und auch heute noch und habe damals für mich den Fotorealismus entdeckt. Jetzt müssen wir sehen, wir reden von den 80er Jahren. Mein Studium war also Mitte der 80er Jahre und Mitte der 80er Jahre war der Fotorealismus gerade so weltweit verbreitet. Der ist so in den späten 70er Jahren in den USA entstanden.
Und ich habe dann natürlich auch so, da gab es dann Airbrush, also Spritzpistole und was weiß ich was. Und ich habe dann wirklich im Detail gemalt. Also Wahnsinn. Und ich habe ein Bild, das hängt heute noch bei mir im Flur. Das ist 1,20 Meter breit, also ziemlich groß. Und habe damals mit Buntstift, mit Aquarell, mit feinsten Pinseln, also 0001er Pinsel für diejenigen von euch, die sich damit auskennen, mit Airbrush teilweise, zumindest die größeren Flächen etc. gearbeitet und habe dort das Heck eines amerikanischen Autos gemalt und bin damals extrem stolz drauf gewesen, dass ich das so exakt gemalt habe, dass man bei diesem kleinen, da ist so ein kleines, wie sagt man, so ein kleines Plastikteil, das in der Stoßstange eingesetzt ist, wohinter sich die Nummernschildbeleuchtung verbirgt. Das heißt, wo also eine Birne dahinter ist und dann ist vorne dieses Plastikteil, das so linsenähnlich ist und damit wird das Nummernschild angeleuchtet. Und dieses Linsenteil hat eine Riffelung. In dieser Riffelung spiegelt sich natürlich was und da ist auch eine Bestellnummer und so weiter mit drin. Ja, wenn ihr euch mal so ein Rücklicht anschaut, ist bei jedem Auto, heute machen sie es ein bisschen anders, aber bei jedem älteren Autos, wenn er das anschaut, sehr detailliert, das konnte man bei mir besser erkennen, als es damals, oder es war genauer gemalt, als es damals von der Fotografie her möglich war. Wir reden, wie gesagt, von den 80er Jahren. Ja, da war, also es gab, ich habe das nach einem Foto gemalt von Manfred Rieger, das war damals ein fantastischer Autofotograf und der konnte das nicht so gut abbilden, wie ich das malen konnte. Dann bin ich in eine Ausstellung gegangen. Es gab damals gerade eine Ausstellung im Haus der Kunst in München, wo Fotorealisten da waren. Und eines meiner Idole war zum Beispiel Don Eddy und da gab es noch zwei, drei andere. Und dann habe ich mir deren Franz Gertsch zum Beispiel, ein Schweizer, dann habe ich mir deren Bilder mal aus der Nähe angeschaut. Und dann hat es mich vom Stuhl gehauen. Dann habe ich festgestellt, wenn man diese Bilder aus der Nähe anschaut, ich kannte die vorher nur von Bildern, also von Abbildungen in Büchern zum Beispiel, dann waren die Dinger total grob. Da wäre also nicht irgendwie eine Bestellnummer zu lesen gewesen oder sonst was. Don Eddy hat lauter VW Käfer gemalt, teilweise mit Spiegelungen in Schaufenstern oder mit Gittern davor, was weiß ich was. Und das war total grob. Ich war total überrascht und entsetzt und habe damals das noch nicht ganz verstanden. Dachte einfach, die können es nicht so gut wie ich. War natürlich ein Blödsinn. Der Sinn und Zweck war ganz ein anderer. Die Wirkung bei Fotorealismus entsteht erst auf die Entfernung durch eine gewisse Wirkung vom Licht. Die war bei mir nicht drin. Die ist bei einem Franz Gertsch, der teilweise so richtig Batzer drauf macht auf sein Bild. Der Perfektionismus war also gar nicht das, worum es ging, hatte ich aber gedacht. Ja? Und wie gesagt, ich bin selber manchmal durchaus ein kleiner Perfektionist. Ja, jetzt hat Bene schon geschrieben, man steht sich selber im Weg, es kostet Nerven, es kostet Energie, haben wir schon gesprochen, es kostet Zeit, es kostet was weiß ich was. Es geht sogar weiter. In der Psychologie redet man davon, sogar davon, dass es eine zwanghafte Störung werden kann und dass es Folgen haben kann, die dann gehen in psychische oder auch in physische Erkrankungen. Also zum Beispiel in Burnout, in Depression oder in ähnliche Dinge. Oder auf der anderen Seite tatsächlich auch zum Beispiel in Sucht oder in andere Dinge, die dich dann zerstören, weil du einfach diesem Druck nicht standhältst. Also es kostet Nerven, ist die harmlose Variante. Und wenn das dann schlimmer wird, dann kostet es eben auch weit mehr und kann wirklich dazu führen, dass es zu massiven Problemen führt. Aber so weit wollen wir heute gar nicht gehen, sondern wir wollen uns vor allem mal anschauen, warum haben wir das überhaupt? Und was können wir dagegen tun? Und der Hauptgrund, und ich meine, darum rede ich überhaupt drum, wenn es hier bei jetzt selbstsicher.de geht es natürlich immer irgendwie um das Thema Selbstsicherheit. Das hat sehr viel damit zu tun, dass wir Angst davor haben, etwas nicht gut zu machen. Wir haben Angst davor, Fehler zu machen. Wir glauben, wenn wir es nicht hundertprozentig perfekt machen, dann ist es ein Fehler. Und in der Folge ist es dann nicht gut. Und weil es nicht gut sind, sind wir nicht gut. Sprich, unser Selbstwert geht in den Keller runter. Ja? Das ist so die Hauptproblematik. Und das ist so typisch Unterbewusstsein. Es denkt richtig, aber es differenziert zu wenig. Das heißt, klar, Dinge müssen gut sein. Ja? Die Frage ist nur, wie gut? Das werden wir uns gleich anschauen. Wenn wir einen Fehler machen, der vielleicht die Sache nur 99%ig macht oder 98% oder 97%, wo die Grenze ist, hängt eben davon ab, was es ist. Vielleicht ist es übrigens auch bei 95 oder 90 oder 80%.
Wenn wir es eben nicht zu 100% machen, sondern eben zu weniger, dann heißt das nicht, dass es ein Fehler ist, sondern, und da gibt es im Amerikanischen einen Ausdruck, der uns Deutschen weitgehend fremd ist, weil in unserer Kultur es auch anders gelebt wird, die haben die sogenannte Good Enough Quality. Good Enough Quality, also gut genug Qualität. Wenn wir uns Deutsche anschauen, dann machen wir immer alles so gut wie irgendwo möglich. Das ändert sich zwar teilweise in manchen Branchen, klar, aber im Großen und Ganzen, wir stehen in Deutschland, wir stehen auf der Welt auch dafür, dass wir die besten Autos bauen. Wir haben mal die besten Kameras gebaut, wir waren mal die besten Chemiker, das sind wir vielleicht noch, ich weiß nicht, wer in der Chemie momentan weltweit vorne ist. Bei den Kameras sind es längst die Asiaten, die Japaner allen voran. Wir sind mal in vielen anderen technischen Bereichen, in Designbereichen waren wir teilweise sehr, sehr gut. Gut, da ist jetzt die Frage, was ist gut bei Design, weil das natürlich auch sehr viel mit Geschmack und sonst was zu tun hat und mit Definitionen. Man kann auch ein bisschen was objektiv beurteilen, aber es ist immer sehr viel auch Subjektives dabei. Aber bei vielen technischen Sachen waren wir die Besten. Das geht manchmal in Details. Zum Beispiel gibt es in Deutschland eine Papierfabrik. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob sie heute noch selbstständig ist, wie die heute aufgestellt ist, weil ich nicht mehr im Design arbeite seit, wir haben mittlerweile über 15 Jahren. Aber damals war die beste Papierfabrik, war Scheufelen, sitzt da in Villingen, Schwenningen, glaube ich, also in Baden-Württemberg. Und die machen ein Papier, das gilt weltweit als das weißeste und glatteste. Und wenn man extrem hochwerten Druck will, dann bestellt man von überall auf der Welt Scheufelen, Iconolux, ich weiß es gar nicht mehr. Also das ist so eins der besten Papiere. Und in der Zeit, in der ich Design gemacht habe, da war das ganz wichtig, dass alle deutsche Firmen sich immer Papier von Scheufelen oder ein möglichst nahe da dran kommendes, etwas billigeres gekauft haben. Heute legt man auf sowas überhaupt nicht mehr so einen großen Wert, außer in bestimmten Bereichen vielleicht, weil heute geht es natürlich auch um Dinge wie zum Beispiel Umweltschutz oder wie gesagt auch der Kostendruck ist ja heute auch ein ganz anderer. Das heißt, solche Sachen sind heute sicherlich nicht mehr bei jedem Unternehmen zu finden. Dazu kommt, dass Broschüren heute durchs Internet ihre Bedeutung verloren haben. Aber ich wollte es nur als Beispiel nennen, weil es zeigt, wie stark wir Deutschen überall in jeder Branche, die wir irgendwie bedient haben, immer ins Detail gegangen sind und es möglichst perfekt machen wollten. Und ich meine, die Amerikaner, wer schon mal ein amerikanisches Auto gefahren hat, die haben noch nie diesen Wert auf Perfektion gelegt. Und nicht nur die Amerikaner, da gibt es viele andere auch. Also es ist kein Wunder, dass wir da die besten Autos haben, weil die anderen einfach nicht immer diese Qualität angelegt haben. Klar, in den letzten Jahren hat sich das immer mehr angeglichen, weil mir hat es mal ein Händler von Peugeot erzählt, 70% der Bauteile von Peugeot, ich weiß nicht, ob es stimmt, das hat er behauptet, kämen aus Deutschland. Weil ich zu ihm gesagt habe, ich kaufe lieber deutsche Autos, dann meint er, Peugeot kommt weitgehend aus Deutschland. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es gibt eine Angleichung. Nur trotzdem, die meisten anderen Länder legen gar nicht diesen Wert auf hohe Qualität. Und in vielen Bereichen tun wir als Deutsche heute als Kunden auch nicht mehr. Ich weiß nicht, wo ihr jetzt einkauft, aber schaut mal, wie viele Leute zu H&M und Co. gehen. Also diese Billigmodemarken, ob sie jetzt aus Spanien oder aus Schweden oder wo immer sie sonst USA herkommen, das sind eben keine deutschen Qualitätsperfektionisten. Die deutsche Kleidungsindustrie ist ja sowieso ziemlich kaputt. Es gibt noch ein paar Edelhersteller, womit wir wieder bei der hohen Qualität sind. Ja, ich sag's mal Boss vielleicht oder sowas. Und ansonsten gibt's halt keine mehr, die in diesem mittleren Segment aus Deutschland wirklich sind, sondern das sind alles Marken, die irgendwo im Ausland einkaufen und mit dem zufrieden sein müssen, was sie da kriegen. Aber viele kaufen heute eben bei H&M und Co. Und was ist die Folge? Ja, das Zeug hält halt nicht. Das ist auch nicht so tragisch, weil es ist so billig, dass man sich dann halt wieder was Neues kauft. Aber früher wäre das undenkbar gewesen. Früher hat man sich eine Jeans gekauft, damit die 5 Jahre hält oder so. Ich weiß es nicht. Ob man sie dann getragen hat, sei mal dahingestellt. Ja. Das heißt, als Kunden ist da teilweise unser Anspruchsdenken schon weg. Aber in unserer eigenen Arbeit haben wir immer noch dieses Anspruchsdenken. Und das hat eben damit zu tun, dass wir denken, wenn wir Fehler machen oder wenn wir es nicht perfekt machen, ist es ein Fehler. Und wenn wir Fehler machen, und das ist ja ganz generell so, dann erleben wir das als eine peinliche Sache. Dann haben wir
glauben wir uns dafür schämen zu müssen. Und dann steckt da dahinter immer dieses Thema Liebesentzug. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, falls du noch nicht dabei warst und wo ich das gesagt habe. Das Prinzip ist in etwa das, wenn wir kleine Kinder sind, am Anfang verzeihen uns unsere Eltern alles, weil sie keine Erwartung haben. Aber irgendwann erwarten sie, dass du bestimmte Dinge richtig machst. Und wenn du sie nicht richtig machst, dann schimpfen sie. Dann sind sie entweder sauer, vielleicht ist es auch nur, dass sie das Gesicht verziehen, ne? Oder sie werden vielleicht sogar laut oder schimpfen. Früher durfte man auch noch einen Klaps auf den Hintern geben, ist ja heute verboten oder was auch immer. Das heißt, du hast es als, ja, du bist in irgendeiner Form gemaßregelt oder bestraft dafür worden. Was bedeutet das für ein Kind? Das denkt in dem Moment ja nicht differenziert, das schimpft mich jetzt für meinen Fehler, zumindest ein ganz kleines nicht, sondern das erlebt es als, ich werde jetzt gerade insgesamt abgelehnt. Die Liebe, die mir bisher widerfahren ist, die ist jetzt vorbei. Die kommt natürlich 5 Minuten später, aber daran denkt das Kind in dem Moment ja nicht. Ich meine, die Mutter liebt das Kind trotzdem, auch wenn es gerade einen Fehler macht. Aber es ist natürlich, oder die Mutter ist natürlich in dem Moment nicht drauf zu sagen, ich liebe dich ja trotzdem so. Du darfst auch noch 10-mal den Fehler machen. Nein, die Mutter sagt natürlich in dem Moment, jetzt hör endlich auf und kapier's endlich und mach's endlich richtig. Oder wie immer sie es ausdrückt. Und das erleben wir aber als Liebesentzug. Und das prägt sich bei uns so früh und so tief ein, dass wir selbst heute, wo es vollkommen unwichtig ist, also in Bereichen, wo es vollkommen unwichtig ist, trotzdem Angst vor Fehler haben und glauben, dass wir dann nicht mehr geliebt werden und es auch nicht mehr wert sind, geliebt zu werden. Und deswegen versuchen wir alles immer richtig und alles möglichst perfekt zu machen. Aber eben nicht jeder. Es gibt natürlich Leute, die machen es eben nicht perfekt. Was ist mit denen? Kommen die nicht durchs Leben? Natürlich, die kommen auch durchs Leben und meistens sogar relativ gut. Aber auch hier hängt es davon ab. Es gibt also durchaus auch Untersuchungen, dass in bestimmten Jobbereichen es sehr, sehr relevant ist, dass du eine hohe Qualität lieferst. Und wir verbinden ja mit Perfektionismus dann auch ganz schnell andere Eigenschaften, die häufig stimmen, manchmal auch nicht, aber zum Beispiel Ehrgeiz. Ja, jemand, der ehrgeizig ist, ja klar, das ist jemand, dem traut man mehr zu und der wird dann natürlich in einem Unternehmen auch eher gefördert. Ist ja logisch. Ja. Dann ist so jemand auch meistens verantwortungsbewusst. Was ja auch zusammenhängen kann, nicht unbedingt muss, aber zusammenhängen kann und verantwortungsbewusst sein ist natürlich auch etwas, was sehr, sehr förderlich für die Karriere ist. Wenn du, man sagt ja auch, jemand, der nach oben befördert wird, übernimmt mehr Verantwortung. Also logisch, dass das wunderbar ist. Dann ist so jemand auch ordentlich. Das ist nicht immer notwendig. Es gibt sehr chaotische Genies. Aber in vielen Bereichen ist es durchaus hilfreich, wenn jemand ordentlich ist, weil die Ordnung, also selbst wenn sich jemand in seinem eigenen Chaos gut auskennt, ja, aber in dem Moment, wo du natürlich mit anderen zu tun hast, müssen Dinge vielleicht ordentlich sein, damit auch andere sich damit auskennen. Und wenn du Karriere machst, dann wird es immer mehr Menschen geben, die mit deiner Ordnung klarkommen müssen. Also ordentlich hilfreich. Und letztendlich folgern wir daraus, dass jemand kompetent ist, obwohl auch das nicht unbedingt immer zusammenhängt, aber wir schließen es daraus. Das heißt, mit einem gewissen Perfektionismus machst du tatsächlich wahrscheinlicher Karriere, aber dich womöglich auch kaputt. Deswegen gilt es hier immer abzuwägen, wie ich vorhin schon gesagt habe, bei einer Firma geht es zwischen Qualität, nee, das war dir aber auf der Seite, zwischen Qualität und Kosten und bei dir geht es zwischen Qualität und was kannst du aushalten, was ist sinnvoll für dich selber oder auch natürlich letztendlich für deinen Job, weil es bringt ja auch der Firma nichts, wenn du hinterher nicht mehr da bist oder zumindest immer wieder ausfällst. Also Themen wie Burnout, Depressionen oder ähnliche Dinge, die ja leider sehr, sehr häufig sind und die viele am Anfang natürlich versuchen zu verbergen, dann wird es immer noch schlimmer und wenn es dann gar nicht mehr zu verbergen geht, ist es meistens schon zu spät und es ist schon ziemlich heftig mit diesen Leuten oder um diese Leute geschehen. Ja. Also von daher hat er deutliche Nachteile, der Perfektionismus, und wo er eben nicht angebracht ist, solltest du diverse Schritte gehen. Und da mache ich jetzt ein paar Vorschläge
Und bei dem einen oder anderen wirst du vielleicht sagen, ja, wunderbar, mache ich ja eh schon. Und bei dem einen oder anderen sagst du vielleicht, mag ich aber nicht. Und bei dem einen oder anderen sagst, super, das werde ich in Zukunft machen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Und der erste Tipp ist, Tipp, die erste Überlegung ist, was ist denn überhaupt perfekt? Ja? Wir, gerade wir Deutsche, ich habe es ja vorhin erklärt, warum, glauben, wir müssen immer absolut perfekt sein. Und wenn irgendwas noch machbar ist, noch mehr Präzision, noch mehr Genauigkeit, noch mehr Details, noch mehr was immer es ist, dann ist es erst perfekt. Und da aber nie ein Ende erreicht ist, weil es immer noch genauer geht, zumindest in den meisten Bereichen, können wir es auch nie erreichen. Das heißt, wir hecheln einem Idealbild hinterher, das sich mit jedem Schritt, dem wir näher kommen, wieder einen Schritt mehr entfernt. Und das kann natürlich nicht funktionieren. Perfektion ist also nicht unbedingt, dass es wirklich das alles, was machbar ist. In manchen Bereichen notwendig, aber in den meisten eben nicht alles, was machbar ist, sondern ich habe vorhin diesen Begriff der Good Enough Quality erwähnt. Was ist denn Good Enough? Good Enough heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Ja? Es heißt, dass es so gut ist, dass es seinen Zweck erfüllt. Also, dass es kein, ja, dass es kein, keine schlechte Ware ist, dass es kein Glump ist, wie man bei uns sagt, sondern dass es eben gut ist, aber nicht so übertrieben gut, dass es eben, ja, eine Qualität hat, die man gar nicht braucht, oder dass es eben dadurch zu teuer wird, weil beides gibt es ja. Ich hatte mal einen Kunden in meiner Werbezeit, der war stolz, dass seine Maschine 15.000 Dinger in der Stunde machen kann. Das war wunderbar, aber alle anderen Maschinen in der Produktionsstraße, er war ein Element in einer Produktionsstraße, alle anderen Maschinen konnten nur zwischen 10.000 und 12.000. Das heißt, je nach Ausstattung der Produktionsstraße war die Geschwindigkeit eh nur 10.000 bis 12.000. Und da nutzten seine weiteren 3.000 bis 5.000 gar nichts. Ja, die haben nur das Ding ziemlich teuer gemacht. Und klar, vielleicht so ein emotionaler Verkaufsvorteil, aber der bringt ihm letztendlich auf Dauer auch nicht genug. Also, ja, wie viel muss denn überhaupt rein in deine Arbeit oder in dem, was du machst? Das geht ja nicht immer nur um Arbeit. Ich meine, wenn du Freunde einlädst, muss es unbedingt das perfekte Drei-Gänge-Menü sein, bei dem auch noch alles perfekt dekoriert ist und du vielleicht extra noch besondere Teller dafür kaufst und besondere Tischdeckchen und sonst irgendwas? Oder mögen dich deine Freunde vielleicht genauso gerne, wenn du ihnen eine schöne Pizza oder eine schöne Tapas hinstellst oder sowas? Ja? Also dieses es perfekt zu machen, vielleicht auch, weil man glaubt, sich beweisen zu müssen. Was ist perfekt? Definiere das vielleicht für dich vorher, bevor du in die Arbeit gehst. Was brauchst du überhaupt an Perfektion? Und wann wird es dann zu viel? Zu viel an Perfektion, zu viel an Nerven, zu viel an Geld, zu viel an Zeit, etc. Was natürlich dazu führt, dann sind wir beim zweiten, womit will ich zufrieden sein? Denn nur wenn du dir vorher schon klar machst, ab wann du zufrieden bist, wirst du auch Zufriedenheit erreichen. Der Perfektionist hat nämlich das Riesenproblem, dass er nie zufrieden ist, weil er immer denkt, es geht noch mehr, es geht noch mehr, es geht noch mehr. Das betrifft übrigens auch die eigene Ausbildung oder das eigene Leben oder sonstige Dinge. Mir fällt nämlich gerade was ein, ist mir gerade so ein Beispiel eingefallen, das ich vor Jahren mal im Buch gelesen habe. Da ging es um das Thema, was Frauen und Männer unterscheidet in der Karriere. Und da war so ein Punkt drin, dass Frauen immer glauben, nicht perfekt genug zu sein. Das trifft natürlich jetzt nicht pauschal zu auf jede, das ist schon klar. In diesem Buch war das wunderbar dargestellt. Das ging beim Studium an, während die Männer nach dem ersten, heute hat man immer Diplom, heute hat man Master oder sonst was, schauen, dass sie einen Job kriegen und in dem Job dann Karriere machen. Denkt die Frau, sie muss noch da eins draufsetzen, da braucht sie noch Zusatzausbildung und dann will sie noch promovieren, schreibt sie noch eine Doktorarbeit oder was weiß ich was. Dann macht sie noch wissenschaftliche Mitarbeit natürlich und dann geht sie vielleicht noch irgendwie an eine zweite Ausbildung ran, weil das andere ist ja nicht gut genug. Und dann ist sie irgendwann Anfang oder Mitte 30 und jetzt will sie einen Job und jetzt kriegt sie keinen mehr,
weil sie zu alt ist für die einfachen Jobs und zu unerfahren für die Jobs, die ihres Alters gerecht werden. So war das in dem Buch ein bisschen beschrieben. Mag jetzt teilweise ein bisschen übertrieben klingen, aber es gibt solche Fälle definitiv und es sind nicht so wenige. Das zeigt, dass es sogar in diesen Bereichen eine ganze Menge Perfektionisten gibt, ja? Wobei es sicherlich nicht immer nur die Frauen sind. Dritter Punkt. Ich glaube, eine Sache, die sehr, sehr häufig zutrifft bei Perfektionisten, denn Perfektionisten sind auch meistens so ein bestimmter Persönlichkeitstyp. Und diese Persönlichkeitstypen, die neigen dazu, die Dinge sehr genau zu analysieren. Wenn man es analysiert hat oder um zu analysieren, braucht man sehr viele Informationen, sehr viele Details. Die muss man dann natürlich strukturieren. Und einige werden schon sagen, ja klar, ja, um dann zu planen, was man tut. Und man hat noch nicht einmal angefangen. Das Ganze hat aber schon unheimlich viel Zeit gekostet. Und natürlich Energie und Kosten und so weiter. Das heißt, einfach hier auch mal mit weniger, ja, Planung, mit weniger Vorbereitung, mit weniger Strukturierung, mit weniger Analyse vorzugehen und zu sagen, okay, ich muss ins Tun kommen. Anfangen, tun, umsetzen. Im Online-Business ist so ein typischer Anfängerfehler, den ich auch gemacht habe, erstmal einen kompletten Kurs machen und dann versuchen, den zu verkaufen. Das funktioniert aber in vielen Fällen nicht, es sei denn, du bist entweder dem Zufall auf der Spur oder du kennst deine Zielgruppe schon super genau, aber das tust du normalerweise nicht. Sondern was man da macht, ist, dass man erstmal testet und schaut. Und ich habe es bis heute noch nicht ganz verstanden, wie man testet. Aber darin liegt die Profi-Online-Vermarkter machen nichts anderes, als erstmal nur Testballons steigen zu lassen und schauen, wo melden sich viele an. Und wenn sie es gut verkauft, dann machen sie das Produkt dazu, aber nicht vorher. Nur dann muss es auch schnell gehen, dann haben sie gar keine Zeit mehr, dann können sie nicht mehr lang planen. Dann ist es vielleicht auch nicht 100%, dann ist es vielleicht nur 80%. Aber sie haben es wenigstens sinnvoll vom Ablauf gemacht und wissen, dass sie keinen Verlust machen. Ja? Also von daher weniger analysieren, weniger strukturieren, weniger planen, wenn du der Typ dazu bist. Das nächste ist, das Ganze ist wichtiger als das Detail. Weil Perfektionisten verlieren sich ganz schnell im Detail und verlieren das Ganze aus dem Auge. Und es geht ja oft letztendlich ums Ganze. Nochmal, es sei denn, du bist in einem Bereich, wo du Bremsen baust oder Flugzeuge, aber ansonsten geht es nicht immer ums Detail, sondern es geht ums Ganze, an dem natürlich viele Details beteiligt sind, aber das einzelne Detail schätzt der Kunde oder wer immer sonst dein Verhalten oder deine Arbeit oder was immer es ist, beurteilt, der schätzt nicht unbedingt nur das einzelne Detail, sondern der schätzt das Große und Ganze. Und wenn das Detail super ist, aber das Große und Ganze nicht stimmig ist, dann wird es gar nichts bringen. Also mehr den Hauptaugenmerk aufs Große und Ganze und dann schauen, wo brauche ich vielleicht auch Details, als erstmal alle Details perfekt zu machen und hinterher festzustellen, das passt irgendwie aber nicht zusammen. Ja. Jetzt gehen wir mehr so ins Psychische rein, da sind wir jetzt beim Selbstwert und das ist halt was ganz, ganz Wichtiges. Du bist nicht dein Verhalten, du bist nicht deine Arbeit. Wer die Dilt'schen Ebenen kennt, die logischen Ebenen von Robert Dilts, da gibt es tatsächlich verschiedene Ebenen für Verhalten und für Persönlichkeit. Und die sind sogar ein gutes Stück weit auseinander. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist Persönlichkeit an fünfter Stelle von sechs und Verhalten ist an zweiter Stelle von sechs. Also du siehst, da sind noch eine ganze Menge dazwischen. Und Verhalten bedeutet, wenn du einen Fehler machst, hast du dich vielleicht falsch verhalten. Aber deswegen bist du selbst nicht falsch und du selbst hast keine Fehler. Und das muss man sich manchmal bewusst machen, weil wir neigen ja dazu, wenn wir erkennen, dass irgendwas schiefgelaufen ist, dann glauben wir, jetzt sind wir nichts mehr wert. Selbstwert. Ja, der ist jetzt im Keller. Und das ist ein entscheidender Punkt zu unterscheiden, ist das jetzt ein Verhalten, ist das jetzt die Arbeit, ist das jetzt eine Aufgabe, ein Projekt oder bin ich das? Und normalerweise bist es nicht du, sondern das, was du tust.
Und das, was du tust, kannst du verändern, kannst du korrigieren, kannst du neu machen. Aber es beeinflusst nicht dich als Persönlichkeit. Du als Persönlichkeit, du als Mensch bist wertvoll, selbst dann, wenn du einen Fehler machst. Und das ist eine Geschichte, die das Unterbewusstsein normalerweise auch zu wenig differenziert. Und es hat was mit Selbstbewusstsein zu tun, also dir dessen bewusst zu sein, dass es nicht du bist, der einen Fehler hat, sondern dass du einen Fehler gemacht hast, was ganz was anderes ist. Good Enough Quality haben wir vorhin schon angesprochen. Das brauche ich, glaube ich, jetzt nicht nochmal wiederholen. Was noch ein anderer Punkt ist, ist, man kann es nie allen recht machen. Du wirst immer Menschen finden, die das, was du machst, super finden. Und andere, die mögen schon deine Nase nicht. Aber das ist nicht dein Problem, das ist deren Problem. Ich meine, du magst ja auch nicht jeden und das musst du auch nicht. Wir müssen nicht jeden mögen. Du hast das Recht zu entscheiden, wen du magst, und andere haben das auch. Und wenn jemand dich nicht mag, heißt es nicht, dass du nichts wert bist, sondern heißt es nur, dass du mit diesem Menschen nicht kompatibel bist. Oder dass du nicht den Erwartungen dieses Menschen entsprichst. Und das musst du auch nicht. Es sei denn, du bist abhängig von dem. Das aber an anderer Stelle, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Ja? Aber grundsätzlich erstmal musst du nicht den Erwartungen anderer entsprechen, und wenn die nicht mögen, dann passen halt die Erwartungen nicht und nicht unbedingt das, was du machst. Wenn du allen, wenn keiner dich mag, dann musst du vielleicht mal drüber nachdenken, aber du musst nicht jeden mögen. Also sprich, du wirst es nie allen recht machen können. Und wenn man sich das auch immer wieder bewusst macht, dass man es nicht allen recht machen kann und auch nicht allen recht machen muss, dann heißt es eben auch klipp und klar, das ist ein Freibrief für Good Enough Quality und nicht für Perfektionismus. Und jetzt was mehr Technisches, vielleicht kennst du das Pareto-Prinzip, das ist jetzt nicht mehr ganz neu, da reden sehr viele drüber, das ist ohnehin schon aus dem 18. Jahrhundert, 1700, Rest der Jahreszeit habe ich vergessen, von einem Alfredo Pareto, ein italienischer Kaufmann, der damals festgestellt hat, dass 80% des Umsatzes von 20% der Kunden kommen oder 80% der Produkte den meisten Umsatz machen und so weiter. 20% der Produkte 80% des Umsatzes machen, etc. Das heißt, da immer wieder dieses Verhältnis 80 zu 20, da geht es nicht ums Komma, da geht es um circa, ja, das kann also auch mal 75 zu 25 sein oder 85 zu 15. Und dieses Pareto-Prinzip vor Augen geführt heißt, dass du eben überlegst, was ist denn am sinnvollsten zu tun und wie kann ich wie kann ich 80% der Qualität mit 20% des Aufwands machen? Also nur 20% des Aufwandes betreiben von dem, was ich bisher gemacht habe, dann habe ich meistens 80% der Qualität. Wenn ich 90 brauche, dann mache ich halt vielleicht 30 oder 40 oder 50%. Aber eben nicht immer versuchen, alles zu machen. Nicht immer versuchen, 100% zu geben. Denn um 100% Qualität zu geben, musst du meistens 120% von dir geben. Und das kann nicht gut gehen. Schreibt Sabine auch noch, oder Biene schreibt auch noch, wenn man es immer allen recht macht, vergisst man sich selbst. Ja, das ist genauso. Das ist, wenn man es versucht, allen anderen recht zu machen, dann vergisst man, dass man selbst auch noch sich's recht machen sollte. Und es ist auch wichtig. Ja. Ist nicht nur so ein nice to have, sondern du musst ja auch zufrieden sein damit. Denn darum geht es doch letztendlich im Leben immer, überhaupt zufrieden zu sein. Zufrieden und glücklich zu sein. Und wenn du es dir selbst nicht so machst, dass du zufrieden damit bist, und zufrieden heißt eben nicht nur beste Qualität, sondern auch zufrieden in dem, wie ich es mache, zufrieden in dem, was ich erreicht habe, zufrieden auch mal mit einem kleinen Fehler sein. Ich möchte nochmal das Zitat von Salvador Dalí sagen, nämlich habe keine Angst vor Perfektion, du wirst sie eh nicht erreichen. Ich glaube, dass das was ganz Wichtiges ist, denn so ein gewisses Streben nach Perfektion halte ich schon für sinnvoll. Aber wie gesagt, ein gewisses. Eben vielleicht diese 80% Perfektion anzustreben. Denn was sicherlich nicht sinnvoll ist, wenn man aufgibt und wenn man überhaupt keine Qualität anstrebt. Wer das macht, der wird relativ schnell untergehen.
Und zwar auf verschiedensten Ebenen, nämlich auch in seinem Selbstansehen, also wie er, was er von sich selbst hält. Der wird sich selbst irgendwann nicht mehr lieben. Andere werden ihn nicht mehr lieben. Der wird sich selbst aufgeben und daran zugrunde gehen. Man kann damit überleben, aber die Frage ist wie. Ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, zum Beispiel Ziele zu haben und zu versuchen, sie zu erreichen. Und da gehört ja auch Perfektion mit rein, das ist ja auch letztendlich ein Ziel. Aber eben immer nur das Maß, das auch sinnvoll ist und das angemessen ist. Und nicht den Glauben, es erreichen zu müssen, weil, wie Dalí sagt, du kannst es ohnehin nicht erreichen. Und jetzt überleg mal, du würdest es erreichen. Überleg mal die Menschen in deinem Umfeld. Wer von denen ist perfekt? Wenn du nicht gerade in jemanden verliebt bist, alle anderen sind's nicht. Und der, in den du verliebt bist, der ist es auch nicht. Aber du hast den anderen Maßstab angelegt. Ja? In dem Moment siehst du ihn oder sie als perfekt. Das liegt aber an deiner rosa Brille. Das ist dieser Filter, dieser andere Maßstab, den du aufgesetzt hast. Alle anderen sind sowieso nicht perfekt. Was wäre denn, wenn jemand tatsächlich perfekt wäre? Mal abgesehen davon, wer definiert, was ist denn perfekt? Ja? Wie ist ein perfekter Mensch? Aber angenommen, jemand würde sich perfekt verhalten nach all dem, was zum Beispiel die Forschung bis jetzt so herausgefunden hat. Was macht einen Menschen zum Beispiel sympathisch? Was macht einen Menschen attraktiv? Was macht einen Menschen erfolgreich? Was macht einen Menschen in der Wirkung kompetent oder ähnliche Dinge, glaubwürdig und so weiter? Wenn jemand das tatsächlich alles perfekt einhalten würde. Ich glaube, dass wir den gar nicht mögen würden. Selbst wenn er alle Regeln, wie man sympathisch wird, einhalten würde. Ich glaube, dass wir ihn nicht mögen würden. Es gab mal ein ganz faszinierendes Ding vor nicht allzu langer Zeit. Da hat man Menschen mal befragt, wie ihr idealer Partner aussehen würde. Dann ging es nur ums Aussehen, weil das konnte man visualisieren. Man hat sowohl Männer gefragt wie auch Frauen. Wie würde dein idealer Traummann aussehen? Wie würde deine ideale Traumfrau aussehen? Und dann haben sie die Leute ganz genau befragt nach allen möglichen Details. Da gab es dann Zeichnungen, die sie verändern konnten und so weiter. So ähnlich wie man es bei Phantombildern macht in der Kriminologie, haben die mit den Leuten das erstellt und haben daraus dann aus der Gesamtheit aller Männer, aus der Gesamtheit aller Frauen einen Durchschnitt vom Computer berechnen lassen. Und diese Menschen waren dann perfekt. Die hatten die perfekte Größe, die hatten die perfekte Figur, die hatten die perfekte Oberweite, die hatten perfekte, was weiß ich, Finger, die hatten perfekte Augen, alles war perfekt. Und sie waren total langweilig. Ja, die haben dann tatsächlich niemanden mehr wirklich gefallen. Die waren schön, ja, die empfand jeder als schön, aber auch als nicht mehr ansprechend, keine Ausstrahlung mehr, nicht mehr interessant. Und das ist, glaube ich, die Gefahr, auch wenn wir in anderen Dingen zu viel Perfektionismus haben, dass das Ergebnis sowieso nicht gut wäre, auch wenn es unter welchen Kriterien auch immer perfekt wäre. Also erlaube dir nicht perfekt zu sein, strebe aber immer eine gewisse Perfektion an, denn der Weg dorthin, es eben anzustreben, es zu machen, bringt dich voran. Macht meistens auch Spaß. Und ich sage mal, es ist wie bei Zielen. Bei Zielen, wenn ich über Ziele rede, sage ich auch immer, wenn du auf den Mond zielst und du verpasst ihn, landest du immer noch bei den Sternen. Und das, glaube ich, ist eine schöne, schöne Metapher, dass auch ein verpasstes Ziel den Weg wert war, weil wir auf dem Weg trotzdem viel, viel Schönes erlebt haben. Und wir dürfen nicht immer enttäuscht sein, wenn wir etwas nicht genau so erreichen, wie wir es uns ausgemalt haben. Denn so entsteht ja Enttäuschung. Das Wort sagt es ja auch. Wir haben etwas kreiert und haben uns getäuscht, ob es so, dass es nicht genau so eintreten kann. Und von daher, ja, wir dürfen durchaus unperfekt sein. Ich bin es übrigens auch und ich strebe trotzdem immer nach Perfektion, aber ich werde sie auch nie erreichen. Ich tue es schon seit vielen, vielen Jahrzehnten in unterschiedlichsten Bereichen. Von der Malerei habe ich schon gesprochen. Mittlerweile übrigens sollten von euch auch jemand Maler, Künstler oder Hobbymaler oder sonst was sein oder andere
Künstler oder vielleicht auch Kochkünstler, wie vorhin die Drei-Sterne-Restaurants. Ich habe mittlerweile in der Malerei ganz was anderes. Ich will nicht mehr fotorealistisch malen, schon lange nicht mehr. Und jetzt ist mein Problem, dass ich nicht loslassen kann, dass mir die Abstraktion so schwer fällt. Ja, da arbeite ich dran. Und das ist auch was sehr, sehr Spannendes. Denn um jetzt bei dem Bild der Malerei zu bleiben, Abstraktion heißt ja nicht, dass es dann ein Geschmier wird oder sowas. Es muss ja trotzdem noch eine gewisse Qualität erreichen. Und das ist, glaube ich, auch diese Kunst. Wie erreiche ich eben Qualität, ohne in die Perfektion zu gehen? Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort gewesen. Ich schaue mal, ob ihr noch Fragen habt oder ob ihr noch Anregungen habt. Und vielleicht habt ihr auch gleich einen Themenvorschlag fürs nächste Selbstsicher Live nächsten Sonntag. Um 17:45 wird es wieder wie üblich stattfinden. Ich freue mich schon, ich bin die ganze Woche unterwegs. Werde aber natürlich lesen, wenn ihr mir was schreibt. Ihr könnt es mir hier in die Kommentare schreiben. Ihr könnt es mir natürlich auch per E-Mail schreiben, die ihr hoffentlich alle habt. Wenn nicht, letter@jetztselbstsicher.de. Aber ihr geht auch einfach auf meine Facebook-Seite, auf meiner Webseite, wo immer, findet ihr natürlich die Möglichkeit, mich zu kontaktieren. Kontaktformular oder E-Mail-Adresse. Könnt ihr mir das auch jederzeit schreiben. Und das kann also entweder so ein Themenvorschlag sein, so wie heute eben Perfektionismus. Es kann aber auch sein, dass du ein ganz konkretes Problem hast, über das wir reden wollen, oder sagst, da würde ich gerne mal die Meinung dazu hören, etc. Dann schreiben wir das auch gerne. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Danke vor allem auch an die, die geschrieben haben. Das freut mich immer sehr, wenn ihr was, ein bisschen was schreibt, euch beteiligt. Dann sehe ich, dass ich nicht nur gegen ein kleines schwarzes Loch spreche, sondern dass da auch Menschen dahinter sitzen. Freut mich immer ganz besonders. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntagabend. Wir sehen uns hoffentlich wieder nächsten Sonntag um 17:45. Und bis dahin alles, alles Liebe, euer Michael. Macht's es gut.